Hallo! Hallo, wir sind die Feli und der Fabi von Happy Hippocampus und wenn du dieses Video eingeschaltet hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass du auch Medizin studierst, wie wir auch. Und vielleicht kennst du es auch, dass du dich manchmal einfach überfordert fühlst von dieser riesigen Stoffmenge. Du weißt überhaupt nicht, wann du das alles lernen sollst, wie du das jemals dauerhaft in deinen Kopf bekommen sollst und ja, siehst irgendwie überhaupt kein Land. Und wir können dir sagen, du bist da überhaupt nicht alleine, es geht den allermeisten so und uns ging es auch so lange Zeit. Ja, bei mir war es extrem so, als ich noch fürs Abitur gelernt hatte und auch davor, wenn ich Latein lernen musste, es war für mich echt ein Graus, irgendwas auswendig zu lernen. Ja, ich habe mir ja schwer getan zu lernen, da hat meine Schwester, die konnte viel besser sich irgendwie was auswendig merken, sei es ein Gedicht gewesen oder sonstigen Lernstoff. Und ja, ich habe mir wirklich richtig schwer getan und wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste jetzt nochmal das ganze Medizinstudium ohne Lerntechniken und Gedächtnistechniken bewältigen, ich wäre, glaube ich, aufgeschmissen. Entweder ich würde 10 Jahre brauchen oder ich würde es gar nicht schaffen. Also ja, es wäre Horrorvorstellung. Bei mir war es so, ich bin erst später auf die Gedächtnistechniken gestoßen und ich habe dann wirklich im Biochemie-Semester dann dort gesessen und habe mir wirklich diese Substanzen einfach so versucht einzubläuen. Und Oxalacetat und dann kommt Acetyl-CoA und Citrat und dann habe ich es mir angeguckt, ein Tage, zwei Tage, ich habe es mir reingebläut für unser Testat und dann 2 Tage später war es wieder weg. Spätestens. Spätestens. Und dann sind wir irgendwann auf Gedächtnistechniken gestoßen und das hat alles verändert. Genau, bei mir war es dann ganz extrem. Ich hatte schon ein bisschen fürs Abitur angefangen dafür zu lernen, hatte Bio-Leistungskurs, da musste man auch schon recht viel auswendig lernen, hat mir schon Routen und so weiter gebastelt und auch so Gedächtnispaläste. Und da war es für mich schon eine Erleichterung, ganz extrem war es dann. Als ich mit dem Biologiestudium angefangen hatte, da musste man auch sehr, sehr viel auswendig lernen, gerade zu Beginn. Und da hatte ich dann schon die Techniken ja recht gut verinnerlicht, habe wirklich das so als Tool verwendet und ja, habe mir da echt viel Zeit dann dadurch ersparen können, dass ich einfach diese Techniken angewandt hatte. Und ja, auch für längere Zeit, ich musste dann nicht tausendmal stupid irgendwas überlegen. Ich konnte dann gleich auf meine Routen schauen, in meinen Gedächtnispalästen mich umgucken sozusagen und konnte dann das Wissen abrufen, das auch noch über eine längere Zeit, als du eben auch schon gesagt hast, nach 2 Tagen wäre es sonst wieder weg gewesen. Und es war eine richtige Erleichterung und dann ganz extrem noch, als ich dann mit dem Medizinstudium angefangen hatte. Ja, am Anfang Anatomie, ich hätte echt nicht gewusst, wie ich mir die ganzen Fachbegriffe und Bezeichnungen und Pipapo einprägen hätte sollen. Und mit diesen Lerntechniken hat es einfach noch Spaß gemacht. Ich habe mir lustige Geschichten ausgedacht, die Muskeln mit Ansätzen und Ursprüngen, das hat einfach noch Spaß dann auf einmal gemacht mit den Techniken. Und ja, ich hatte zum einen Freude am Lernen und es hat Spaß gemacht, was ich vor den Techniken mir auch niemals erträumen lassen hätte können, dass Lernen wirklich Spaß und Freude machen kann. Und ja, hat mir echt viel, viel Mühen, Nerven und Zeit mit diesen Techniken und Gedächtnispalästen erspart. Ja, und bei mir war es so, ich bin dann zuerst durch eine Freundin darauf aufmerksam geworden, zuerst mal auf die Geschichtenmethode. Und dann die ganze Vorklinik habe ich eigentlich so mit der Geschichtenmethode auch gemeistert. Ich habe mir dann Geschichten überlegt, lustige, zum Citratzyklus und Harnstoffzyklus und Glykolyse. Und dann habe ich den Fabi kennengelernt und durch ihn bin ich dann auch auf die Gedächtnispaläste aufmerksam geworden. Und dann in der Klinik leider erst habe ich damit angefangen, auch mir Gedächtnispaläste zu bauen. Und es ist einfach nochmal so viel effektiver, weil bei Geschichten, du kannst es dir zwar super merken, aber du weißt nicht, wo du suchen sollst im Kopf. Und Gedächtnispaläste, die sind wie Räume, in die du auch im echten Leben reingehst. Du weißt dann, alles klar, den Citratzyklus habe ich in diesem Raum abgelegt. Und dann gehst du sicher in die Prüfung und weißt einfach, wo du dein Wissen sicher wieder abrufen kannst. Und das hat das Lernen so viel effektiver gemacht. Und ich habe mit Sicherheit ungefähr die Hälfte der Lernzeit, der normalen Lernzeit gespart, als ich beim zweiten Staatsexamen gelernt habe, weil ich wirklich so viele Gedächtnispaläste gebaut habe. Ja, und das ist auch ein bisschen vergleichbar mit einem vielleicht Spickzettel früher in der Schule. Früher hat man irgendwas im Mäppchen vielleicht reingeschrieben, hat da geguckt und so weiter.
Und jetzt ist es ein ganz legales Mittel quasi mit den Gedächtnispalästen. Du guckst nicht irgendwie im Mäppchen, sondern du gehst vielleicht virtuell im Kopf Wohnzimmer daheim ab und guckst da quasi nach, ah ja, wo ist das Wissen, wie hieß der und der Muskel zum Beispiel, und kannst dann quasi ganz legal quasi auf deinen virtuellen Spicker gucken und kannst dir so das Wissen ganz einfach wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, und das muss ich euch auch erzählen. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, der Fabi hat sogar einen Weltrekord aufgestellt, ja? Also der absolute Wahnsinn. Aber im Alltag, wenn er die Gedächtnistechnik nicht anwendet, dann denke ich mir manchmal, oh Gott, was für ein schlechtes Gedächtnis, oder wie kann man sich das denn nicht merken? Wenn wir hier zum Beispiel, wir sind gerade hier auf Martinique und wir bringen hier einen Teil unseres praktischen Jahres, und wenn ich dann von irgendwelchen Städten rede, wo wir schon 5-mal waren irgendwie und er immer noch nicht sich den Namen gemerkt hat, nur weil er eben die Gedächtnistechnik nicht anwendet, dann beweist es für mich, die können so viel bewirken, Gedächtnistechnik und gerade die Gedächtnispaläste. Wenn der Fabi es schafft, einen Weltrekord aufzustellen, das ist echt der Hammer. Mit einem schlechten Gedächtnis von Natur aus. Also ja, ich habe, glaube ich, viele Medizinstudenten haben, glaube ich, von Natur aus auf jeden Fall schon viel besseres Gedächtnis von Natur aus als ich. Und wenn man dann natürlich noch die Techniken anwendet, dann ist natürlich noch mehr Luft nach oben, als wenn jemand wie ich mit so einem mittelmäßig schlechten natürlichen Gedächtnis ausgestatteter die Techniken anwendet. Und wie du schon sagtest, man sieht, welches Potenzial das hat und dass es kein Hexenwerk ist und dass es wirklich jeder lernen und anwenden kann und ja, dass das echt eine richtig super Methode ist. Ja, und wir wissen ja, dass du sau viel zu tun hast einfach im Medizinstudium und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, hört sich alles geil an mit den Gedächtnispalästen, aber wann soll ich mir die bitte auch noch bauen? Das dauert ja erstmal ewig, bis ich da reinkomme. Und da hast du auch recht, am Anfang dauert es einfach ein bisschen, bis man da drin ist. Und genau diese Hürde wollen wir dir abnehmen und nehmen wir dir auch ab. Und gerade im Fach Biochemie ist es ja so, dass es optimal geeignet ist für Gedächtnispaläste. Du brauchst ja die Stoffwechselwege, die musst du ja in der richtigen Reihenfolge immer wieder ausspucken können. Und dafür haben wir dir wunderbare Gedächtnispaläste gebaut, jetzt schon für drei der wichtigsten Themen in der Biochemie. Und haben das Ganze für dich in ein Lernpaket verpackt. Und du brauchst dir dann einfach nur die Videos anzugucken. Wir haben das Ganze visualisiert für dich. Sowas gibt es bisher, glaube ich, noch gar nicht. Also wir kennen kein Angebot, wo Gedächtnispaläste schon visualisiert wurden. Das heißt, du kannst dir die wirklich angucken im Video. Wir haben das dann natürlich noch kombiniert, um es möglichst effektiv zu machen, mit Geschichtenmethode, mit Eselsbrücken, mit Liedern. Wir haben Songs für dich geschrieben, für die Glykolyse und über den Citratzyklus. Ich sagte, ich hatte wochenlang Ohrwurm davon. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Und du wirst dir das dauerhaft merken einfach mit diesen Gedächtnispalästen und Gedächtnistechniken. Und ja, wir wünschen uns so sehr für dich, dass du dein Medizinstudium einfach gut meisterst und dass du auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Freizeit hast und einfach nicht verzweifelst und dass du einen Hoffnungsschimmer siehst und eben durch die Gedächtnispaläste etwas hast, wo du weißt, okay, da kann ich mir sicher sein, ich habe das sicher abgespeichert, ich kann es sicher in der Prüfung wieder abrufen, und dass du das nicht tausendmal noch wiederholen musst oder Angst haben musst, dass es schon wieder hinten rausfällt aus dem Gedächtnis. Denn in den Gedächtnispalästen ist es sicher abgespeichert. Und deshalb, wenn du jetzt gerade zum Beispiel für Testate im Semester den Harnstoffzyklus lernen musst oder die Glykolyse oder Citratzyklus, oder wenn du jetzt gerade kurz vorm Physikum stehst und du siehst überhaupt kein Land in Sicht, dann hol dir das Paket. Wir empfehlen dir das Bestseller-Paket. Wir schenken dir jetzt bis Weihnachten sogar noch den VIP-Bonus dazu. Der VIP-Bonus, also ja, ich finde es total wertvoll. Das ist eine WhatsApp-Gruppe, da darfst du rein. Unsere VIP-WhatsApp-Gruppe, und du bekommst praktisch bei Fragen, bei Problemen, wenn du irgendwie Fragen hast zu Gedächtnispalästen, persönliche Unterstützung für uns. Wir bemühen uns wirklich, dass du das Allerbeste rausholen kannst aus Gedächtnistechnik. Genau, wir helfen dir wirklich gern und ja, beantworten dir Fragen, oder wenn du konkret irgendwie nicht weiter weißt oder nicht weißt, wie du jetzt vielleicht mit den Videos am besten arbeiten sollst. Wir sind wirklich dankbar für die Fragen oder sind dankbar, wenn wir dir helfen können auf deinem Weg zu einer Prüfung oder zu einem Testat. Und ja. Genau, also das ist auch wenn du, unabhängig von Biochemie, wenn du in Anatomie
nicht weißt, wie du lernen sollst, oder in Physiologie, dann kannst du da einfach in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Wir werden dir so schnell wie möglich versuchen, weiterzuhelfen. Und was auch noch mit dem Lernpaket ist, was finde ich auch total wertvoll ist, ist ein Interview und viele Videos mit dem Gedächtnisweltmeister sogar, Gedächtnisweltmeister Dr. Johannes Mallow. Und den haben wir ausgequetscht, irgendwie über 1,5 Stunden, über alles Mögliche. Wie du Gedächtnistechnik am besten anwenden kannst in deinem Alltag und natürlich ganz speziell im Medizinstudium. Wir haben ihn gefragt, wie man Muskeln am besten auswendig lernt, wie man die anatomischen Begriffe zum Beispiel am Schädel auswendig lernt, wie man Arterien auswendig lernt, Nerven, ja, Formeln in Physik. Also das ist wirklich mega fettes Bonusmaterial noch obendrauf. Und du bist auch Teil, wenn du magst, von der Facebook-Community, von der Happy Hippocampus Facebook-Community. Also hol dir das Paket, sei es dir wert, es wird dir mega viel Zeit sparen, sage ich dir, weil normal mit diesen Themen, da, bis man die mal im Langzeitgedächtnis hat, da lernt man normal ewig, und da setzt du dich hin, guckst vielleicht ein paar Minuten oder ein paar Stunden das Video und dann hast du es wirklich sicher abgespeichert und brauchst dir darum keine Gedanken mehr zu machen. Und es sind auch noch viele PDFs und Grafiken dabei. Zum Wiederholen. Genau, da kannst du die Gedächtnispaläste ausdrucken sozusagen und kannst sie dann ganz schnell innerhalb von ein paar Sekunden nochmal wiederholen, kurz vor der Prüfung, und hast Zeit, dich wirklich wieder, dich vielleicht auf andere Fächer noch zu konzentrieren oder eben auf die wirklich wichtigen und schönen Dinge im Leben, weil das Leben besteht nicht nur aus dem Medizinstudium. Und ja. Und wir wollen eben vermeiden, dass du nicht dann am Ende des Studiums vielleicht mal auf die Techniken aufmerksam wirst und dann es bereust und denkst, puh, jetzt hätten wir damals, oder wie wir auch dann relativ spät, oder bei dir war es ja noch später, dann erst von den Techniken erfahren und sagen im Nachhinein, puh, wir hätten uns eigentlich so viel Zeit und Mühen ersparen können. Ja. Und das wollen wir euch möglichst vorwegnehmen, euch auf die Lerntechniken schon mal aufmerksam zu machen. Ja, ja, damit auch einfach das Lernen nicht was Negatives darstellt, sondern wieder was Positives. Das kann so Spaß machen, ich sag's dir. Was wir uns manchmal, ja, schäckig lachen, ja, über haben, unsere war, Routen, ja, und Geschichten. Und ja, wir haben vor kurzem uns auch mal die Frage gestellt, was ist es uns eigentlich wert, oder was sind diese Gedächtnistechniken wert, dass wir die jetzt beherrschen? Und also 50 bis 100.000 Euro mindestens, das kann dein ganzes Leben wirklich verändern. Weil du kannst es nicht nur im Studium anwenden, sondern auch im Alltag. Wenn ich mir irgendwie eine To-Do-Liste mache, dann mache ich mir kurz eine Route, einen kurzen Gedächtnispalast und zack, ist es abgelegt und ich erinnere mich wieder dran. Also es ist wirklich, es wird dir weiterhelfen, nicht nur im Medizinstudium, sondern für dein ganzes Leben vielleicht. Ja. Also wir wünschen dir alles Liebe, frohe Weihnachten, hol dir das Bestseller-Paket, sei es dir wert, und ja. Schön, dass du da bist. Mach's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss. Frohe Weihnachten.